Also entweder Leute, ich habe jetzt hier den krassesten Denkfehler aller Zeiten und sehe den großen dicken Elefanten im Raum gerade hier nicht, oder aber das war's für mich mit der FDP. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, und ich muss sagen, ich bin gerade alles andere als sanft. Schluss mit guter Laune jetzt an dieser Stelle, weil was ich jetzt gerade gesehen habe, da bin ich wirklich irgendwie vom Glauben abgefallen und dachte, ich bin von allen guten Geistern verlassen. Ihr wisst ja, über was ich ja auch gestern berichtet habe, dass die Kernkraftwerke jetzt alle abgeschaltet und vom Netz gehen. So, das wissen wir jetzt ja alle mittlerweile. Und jetzt sieht man so überall, auch auf Facebook oder hier auf der Seite merkur.de, so ein Interview mit Wolfgang Kubicki und so und auch zum Beispiel von Christian Lindner, die darüber sprechen, dass es halt eben so ein Fehler war und man sollte die mindestens in der Reserve halten, ja. Hören wir uns doch kurz mal an, was der Finanzminister dazu zu sagen hat. Die Mehrheiten im Deutschen Bundestag sind allen bekannt. Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit gibt dafür, die deutschen Kernkraftwerke mindestens in der Reserve zu halten. Wir sind ja in außerordentlichen Zeiten, wo gerade unsere Energieversorgung umgestellt wird. Diejenigen, die politische Verantwortung für die Energieversorgung auch im Kabinett durch ihre Positionen tragen, müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Ich gehe davon aus, wir werden auch durch die nächste Zeit kommen. Mir wäre lieber, wir hätten weiter die Reserve von drei klimaneutralen bestehenden Kernkraftwerken. Also er sagt, es ist bedauerlich, dass es hier keine Mehrheit dafür gab im Bundestag und so weiter, ja, so wie man es eben ja auch von einem vernünftigen Liberalen erwarten würde. Auch bei einem Wolfgang Kubicki beispielsweise, ja, ich war früher immer ein Fan von Wolfgang Kubicki. Er spricht hier vielfach immer wieder auch über die Kernenergie. Gerade hier schreibt er in einem Beitrag und so, ja, wie kann denn ein Habeck sagen, in der Ukraine, da laufen die Kernkraftwerke und da sind sie ja gebaut, deswegen ist es okay, aber bei uns sollen sie nicht gelten. Ja, und Robert Habeck ist als Wirtschaftsminister jetzt persönlich für die bisherigen und zukünftigen Schäden verantwortlich, die mit dieser Entscheidung zusammenhängen. Also Wolfgang Kubicki äußert sich hier auch sehr kritisch darüber und jetzt würde man erstmal denken, so, ja, okay, was ist jetzt irgendwie groß jetzt der Grund für dieses Videocall, ja, ne? Naja, ich kann es euch gerne zeigen, weil wir können uns ja bei Abgeordnetenwatch anschauen, wie die einzelnen Politiker abgestimmt haben. Und als ich das gesehen habe, ich dachte wirklich, mich streift gerade hier ein Panzer, ja? Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke, eingebracht von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, dann sagen sie hier, der Entschließungsantrag und so weiter wird eingebracht. Aus diesem Grund wird die Bundesregierung mit dem Entschließungsantrag aufgefordert, die Berechtigung zum Leistungsbetrieb der drei Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern. Ja, also der Bundestag hätte hier abstimmen können, dass sie doch noch weiter am Netz gelassen werden, gerade in der jetzigen Situation. Und bis Ende 2024 zumindest schon mal, da hätte man noch mal so anderthalb Jahre noch mal mehr Reserve gehabt. Aber wie man hier sieht, es haben nur 247 Abgeordnete dafür gestimmt und 397 dagegen gestimmt. Mich würde es mal interessieren, wenn man da eine Volksabstimmung zugemacht hätte. Aber in Deutschland, da hassen ja die meisten Leute die Volksabstimmungen hier. Und da sagen die immer, oh, die direkte Demokratie, dafür sind die Deutschen ja nicht geeignet und so weiter, weil wir viel zu kurzfristig alle nur denken. Ja, ich sehe das ganz, ganz, ganz anders. Aber okay, ja, wir haben die parlamentarische Demokratie und jetzt haben halt eben die meisten dagegen gestimmt. Und jetzt sehe ich hier, wer hat dafür gestimmt? Logischerweise die CDU, CSU geschlossen. Klar, die haben das Ganze ja auch eingebracht. Und dann haben eben noch die AfD auch dafür gestimmt, alle zusammen. Aber natürlich die Bündnis 90 Grünen haben dagegen gestimmt, alle. Die SPD, die Linke sowieso. Und was haben wir jetzt hier bei der FDP? Niemand hat dafür gestimmt. Niemand! 78 Stimmen dagegen. Alle. Es gab eine Enthaltung. Und das kann man hier auch nochmal genau nachschauen. Ja, wenn ich jetzt hier rauf schaue, dagegen gestimmt. Wer war denn die Enthaltung? War es ein Kubicki vielleicht? War er dann vielleicht doch irgendwie moralisch irgendwie im Zwiespalt zwischen bleibe ich meiner Koalition treu oder gehe ich nach meiner eigentlichen, tatsächlichen vielleicht Vernunft, wo ich zumindest vorgebe, so vernünftig zu sein? Nein, gehe ich nicht. Ich stimme dagegen. Wie sieht es bei Lindner aus?
war er derjenige, der sich erhalten hat. Komm schon, Christian. Nee, auch Lindner stimmt dagegen. Was ist los mit euch? Wenn man das jetzt sogar mal ausrechnet, ne, ganz ehrlich, nehmen wir mal jetzt alle Stimmen von der CDU, CSU und AfD zusammen, das sind 247, und addieren jetzt die 78 mal kurz von der FDP dazu. 247, ja, Kopfrechnen gleichzeitig mit Video ist immer schwer, plus 78, dann haben wir 325 Stimmen dafür. Und wenn wir jetzt die FDP-Stimmen abziehen von den 397, die ja dann entfallen wären, mir schwant schon Böses. Na, jetzt verschwindet schon der Taschen. Wären es dagegen gewesen und 325 dafür. Das heißt, die FDP hätte geschlossen dafür stimmen können und dann würden die Dinger jetzt bis Ende 24 laufen. Außer ich verstehe jetzt hier irgendwas komplett falsch und ich bin wieder zu dumm, kann ja auch sein. Aber so wie das für mich aussieht, sieht es so aus, dass die FDP hier ganz klar auch dagegen gestimmt hat, dass die Kernkraftwerke weiterlaufen. Jetzt kann man natürlich an einer Stelle sagen, ja, Kolja, die sind ja in der Ampelkoalition zusammen mit den anderen und die müssen natürlich sich auch um ihre Koalitionspartner kümmern und so weiter und dürfen jetzt nicht dagegen stimmen, weil sonst bricht die Koalition und all dieses ganze Geschnatter und Gelaber, was man sich dann von solchen Leuten immer anhören muss. So, weißt du, da brauche ich auch nicht in die Politik gehen, wenn ich dann so regiere. Dann hätte man sich damals an das halten sollen, dafür habe ich ihn auch noch respektiert. Damals habe ich sogar im Interview mit Herrn Lindner gesagt, dass ich da ihn für respektiert habe, wo er gesagt hat, lieber nicht regieren als falsch regieren. Und genau das gilt aber hier auch. Aber gut, nehmen wir mal an, man sagt, okay, man muss es aber trotzdem jetzt machen mit der Ampelkoalition. Dann sollte man jetzt aber nicht so die Fresse aufreißen auf Twitter und auf Facebook und jetzt einen irgendwie machen, so mit Krokodilstränen und oh ja und oh, es tut uns so leid, dass die ganzen Kernkraftwerke jetzt alle vom Netz gehen. Dagegen gestimmt, alle 78 FDP-Abgeordneten. Wisst ihr, gegen wen ich bei der nächsten Wahl auf jeden Fall abstimmen werde? Gegen die FDP. Außer Leute, ich habe jetzt so einen Denkfehler gemacht, dass ich hier irgendwas komplett, dass ich hier irgendwie, manchmal ist es ja so, da ist man irgendwie im falschen Film. Also bitte klärt mich auf.